Startups sind nicht nur Innovationstreiber, sondern auch Ideenfinder, vor allem im Bereich der Energiewende. Der Vorteil, sie sehen über den Tellerrand, sie können schnell Ideen, Software und Prototypen entwickeln und testen. Die Salzburger AG unterstützt deshalb mit ihrer Plattform GreenTech Ventures Startups, um gemeinsam die Dekarbonisierung voranzutreiben. Die Salzburger AG hat ein ganz breites Portfolio an Geschäftsmodellen, an Aufgaben und an Plänen, was wir für die Zukunft vorhaben. Und bei so großen Aufgaben, bei so viel Verantwortung, dann ist eines klar, man kann und muss nicht alles alleine machen. Partnerschaften sind für uns, Stichwort Ökosystem, ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil unserer Strategie. Deswegen sind wir auch bei der Salz 21. Da gibt es viel Potenzial, ins Gespräch zu kommen, und wir freuen uns, viele neue potenzielle Partner kennenzulernen. 500 bis 1000 Ideen oder Startups aus ganz Europa werden jährlich auf ihre Kompatibilität mit dem GreenTech-Unternehmen Salzburger AG geprüft. Wir haben die letzten Beteiligungen, die wir gemacht haben, waren einerseits Alveri, das ist im E-Mobility- und Charging-Bereich, ganz spannendes Thema mit Flatrate. Und es war andererseits zum Beispiel die Reisenbauer Solutions auch, die macht im Internet of Energy-Bereich was, das heißt das Vernetzen und Steuern von dezentralen Erzeugungseinheiten und Verbrauchern am Ende des Tages. Zusätzlich dazu haben wir noch zwei Spin-offs gehabt, auf die sind wir ganz besonders stolz, weil das heißt, das ist aus der eigenen Innovationskraft der Salzburger AG, der GreenTech Ventures, gekommen. Das war die MyFlexbox, die jetzt nach Deutschland expandiert ist, mit 75 Millionen Euro letztes Jahr die größte Finanzierungsrunde in Österreich durchgeführt hat, und die One2Zero, die sich der Dekarbonisierung verschrieben hat. Also im Großen und Ganzen waren wir sehr fleißig. Durch solche Startups ist die Salzburger AG näher am Markt und am Kunden. Das Unternehmen ist am Puls der Zeit und kann auf Veränderungen schneller reagieren. Das Thema Dekarbonisierung ist ganz sicher die größte Herausforderung, vor der wir in Summe stehen. Und auch das wird nicht ohne das Thema Innovation gehen. Das Thema Innovation spannt sich da über die ganze Palette von der klassischen Stromerzeugung, aber auch bis hin zur intelligenten Stromnutzung. Die Systemwende, die wir brauchen, wird nicht ohne Digitalisierung gehen. Sie wird nicht ohne dezentrale, also wirklich kleine individualisierte Lösungen gehen. Da haben wir richtig viel zu tun. Da haben wir auch viele gute Ideen. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg-ag.at.